Es freut mich, euch vorstellen zu können, das diesjährliche Update zum State of the Onion. Das ist ein Talk, bei dem wir 5 Sprecher haben werden. Also stellen wir sie mal nacheinander vor. Als erstes Roger. Er hat natürlich den letzten Talk schon gemacht und er ist der Gründer des Tor Projects. Absolvent der MIT, Top 100 Global Thinker. Dann haben wir Jake, ein einfacher Doktor der Mathematik, Doktorand der Mathematik. Und er ist meiner Meinung nach mehr eine Gefahr für die Dann haben wir Mike Perry, die NSA nennt ihn einen würdigen Gegner. He is also the lead dev of the Tor browser. Und er ist auch einer der Lead Developer des Tor Browsers. Und dann haben wir Allison McCrina, die militante Bibliothekarin. Und last but not least, Sherry Steele, the Tor Project. Neue Executive Director des Tor-Projekts. So without further ado, ja, und jetzt ohne weitere Umschweife, diesjährige State of the Onion. All right, well, it's a great honor to be ja, es ist eine große Ehre, wieder hier sein zu dürfen und wir sind glücklich, dass wir so viele neue Gesichter hier einführen können. Es ist nicht mehr nur die Roger und Shake Show und das ist uns sehr wichtig. Vielleicht sind wir nächstes Jahr nicht hier, aber hoffentlich sind wir dann immer noch am Leben. 2015, wenn ich es in einer Handgeste oder in einer Geste ausdrücken sollte, dann wäre das ungefähr so. Es war ein Jahr der großen Veränderungen. Nicht immer alle gut und es waren sehr viele schwerwiegende Sachen, die passiert sind. Und wir werden die nicht mal alle abhandeln können hier. Wir haben nämlich nur eine Stunde. Deshalb wollen wir uns beschränken auf die positiven Sachen. Ich würde sagen, dass das Schönste, was wahrscheinlich passiert ist, ist, dass wir wachsen. Wir wachsen wirklich. Das Netzwerk wächst nicht nur die Community wächst, sondern im Grunde expandieren wir durch die ganze Welt in der Anzahl der User, die Tor benutzen, die Sachen, die User Tor wofür User Tor benutzen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass die Leute normale Sachen mit Tor nutzen und sich eben dabei schützen. Wir haben natürlich auch eine Reihe von spezialisierten Sachen, wie zum Beispiel Onion Balance und Ricochet. Das sind wirklich aufregende Sachen, die da in Entwicklung sind und über die werden wir alle reden. Und eine der unwahrscheinlichsten Sachen, die passiert ist auf jeden Fall, was ich mir so vor 10 Jahren hätte vorstellen können, ist, wir haben mit einigen Partnern zusammengearbeitet, die wir uns wirklich nicht vorstellen konnten. Einige wissen vielleicht, dass ich kein allzu großer Fan des ganzen Silicon Valleys bin und manchmal nenne ich Facebook oder einige Namen wie zum Beispiel Stasi-Book benutze ich für Facebook und ich habe mit ihnen zusammengearbeitet, damit ich auf die Partys eingeladen werde. Und, aber naja, wir haben mit ihnen zusammengearbeitet. Und wie sich herausstellt, kann man manchmal wirklich Allianzen schmieden, die man vielleicht nicht voraussehen kann. Es stellte sich raus, dass Facebook nicht die Inkarnation des Bösen ist, sondern es gibt wirklich diesen einen Kerl da, der an diesem RFC 7686 gearbeitet hat. Und das hat uns erlaubt, die alle Facebook-User ein Stück weit sicherer zu machen. Es hat uns nämlich erlaubt, ihnen die Möglichkeit zu geben, wenn sie Facebook besuchen wollen. Und sind wir mal ähnlich, die Realität ist, dass die meisten Leute eben Facebook benutzen. Und es ist so, als ob man den Leuten verbieten würde, Fernsehen zu schauen. Das kann man einfach nicht machen. Und genauso wollen viele Leute Facebook benutzen. Und wir können das auf jeden Fall ein bisschen Schaden von diesen Leuten abwenden. In vielen verschiedenen Stücken Software und es ermöglicht es uns, mit den Browserherstellern, mit den DNS-Projekten zu sprechen. Und ein Teil davon ist durch den investigativen Journalismus losgetreten worden, zu dem ich einen Teil beigetragen habe. Es stellte sich nämlich raus, dass die NSA den gesamten Internet-Traffic durchsucht, um nach .onion-Adressen zu suchen. Das heißt, sobald die einen Request für eine .onion-Adresse gesehen haben, dann wussten die, dass diese Adresse existiert und dass da jemand diese Dienste benutzt. Und meine Motivation war, dass,
dass sowas aufhört. Eine meiner Missionen bei Tor ist, dass solche Sachen sehr viel schwieriger werden für die Spione und die tagtäglichen Nutzer zu schützen. So, selbst die Leute, die vielleicht noch kein Tor benutzen. Und ich habe mit Alex zusammengearbeitet und das war eine tolle Erfahrung, denn er unterstützt das ganz ehrlich und und das ICANN wird jetzt die .onion-Adresse niemandem anderen mehr zuweisen. Es ist also eine Spezialadresse nur für uns und das ist eine ganz unglaubliche Geschichte. Okay. Ist das hier an? Jawohl. Toll. Es gibt also eine Anzahl von interessanten Diagrammen, die wir euch hier zeigen möchten, um Benutzungsszenarien des letzten Jahres zu verdeutlichen. Nicht allzu lange her haben wir die Anzahl der Leute in Russland angeschaut, die Tor benutzen. In Russland wird viel über Zensur gesprochen und über den Druck, den der Staat ausübt. Und Anfang November haben wir einen Sprung gemacht von ungefähr 180.000 Tor-Nutzer pro Tag auf ungefähr 400.000 Leute pro Tag. Und das ist wahrscheinlich noch eine vorsichtige Schätzung. Also mehrere hunderttausend Leute, die in dieser kurzen Zeitperiode neu dazugekommen sind. Und die in Russland sind und versuchen, Neuigkeiten aus dem Rest der Welt zu bekommen, ohne dass die durch russische Medien gefiltert werden. Was auch sehr interessant war, ist hier Bangladesch. Bangladesch hat Facebook zensiert und noch einige andere Webseiten. Und sehr viele Leute haben auf Tor gewechselt. Das heißt, ich habe mit einigen Leuten bei Facebook geredet und die haben einige Statistiken über die Anzahl der Leute, die sich über das Tor-Netzwerk auf Facebook verbinden. Und es wäre natürlich super cool, wenn wir diese beiden Diagramme mal übereinander legen könnten. Unsere Daten liegen offen, Facebook legt ihre Daten leider nicht offen, aber es wäre cool, wenn wir sehen könnten, dass diese beiden Diagramme uns zeigen würden, wie die Nutzer auf Tor wechseln, um Facebook zu erreichen. Was auch aus Bangladesch sehr interessant war, ist, wir haben uns die Alexa Top Website Liste angeschaut und torproject.org ist irgendwie auf Position 8000 auf der globalen Rangliste. Aber in den letzten paar Wochen ist torproject.org irgendwie auf Platz 300, zumindest in Bangladesch, hochgestiegen. Das heißt, es gibt einen ganzen Haufen Leute, die jetzt über diese ganzen Geschichten erst lernen und wie man Zensur eben umgehen kann. Okay, und dann eine aufregende andere Geschichte, die wir ganz kurz ansprechen wollten. Es wäre eigentlich ein eigener Talk, aber wir wollen euch nur ein paar Fakten mal hier liefern und von da aus gehen wir los. Im Januar 2014 sind auf einmal einige hundert Relays im Tor-Netzwerk aufgetaucht und wir waren nicht ganz sicher, wer die betrieb. Es waren Exit-Relays, also schien es uns so, als ob das keine große Gefahr darstellte. Wenn wir jetzt ein Stückchen vorspulen, CMU und eine Forschungsgesellschaft an der Carnegie Mellon Universität hat ein Projekt aufgesetzt und haben einen Talk gegeben, wie cool sie waren, dass sie Tor-User herausfinden konnten, wer das war. Sie konnten also diese Anonymisierung aushebeln und sie haben also etwas Zeit damit zugebracht, die Details über diese Benutzer zu lernen. Und Nick Matthewson, einer der Tor-Developer, hat sich dazu entschieden, mal das Tor-Netzwerk durchzuchecken, um zu überprüfen, ob irgendjemand eine solche Art von Angriff fährt. Und es stellte sich heraus, sie waren vielleicht nicht in der Lage, das Tor-Netzwerk komplett zu unterminieren, aber irgendjemand hat da einen Angriff gefahren und hat einige hundert Relays betrieben, die es vorher nicht gab. Und wir haben dann die Third People gefragt, sind diese Relays von euch? Und wir haben keine Antwort bekommen. Und das ist also zumindest das, was wir wissen. Das sieht nicht so übermäßig gut aus. Eine der Sachen, die wir bei Tor gemacht haben, wir haben daran gearbeitet, das Tor-Netzwerk zu verstärken und besser darin zu werden, solche Sachen zu erkennen. Das heißt also, das Kernstück dieses Angriffs war der sogenannte Sybil-Attack. Man fügt also eine ganze Reihe von Relays hinzu, sodass man selbst zu einem großen Teil des Tor-Netzwerks wird und auf diese Weise das kontrollieren kann. Und wir arbeiten daran zu erkennen, dass so ein solcher Angriff passiert und eben diesen Angriff abzuwenden. Philip Winter hat da eine ganze Reihe interessanter Forschung betrieben, um Ähnlichkeiten zwischen Relays zu erkennen, sodass man jetzt also automatisch erkennen kann, Moment mal, hier passiert gerade was. Sehr viele Relays sind sich sehr ähnlich, ähnlicher als sie es vielleicht sein sollten. Und wir haben immer gesagt, ja, wir wissen nicht, wer die betreibt, aber es sieht nicht gefährlich aus. Also gut, dass sie Teil des Tor-Netzwerks sind. Aber jetzt haben wir einen anderen Ansatz. Wir sagen, hey, das sieht komisch aus, schmeißen wir sie erstmal raus und dann später fangen wir an, uns detailliert damit zu befassen. Das heißt, wir sind jetzt aggressiver,
darin, das Tor-Netzwerk sicher zu halten vor solchen Arten von Angriffen, die oftmals von großen Firmen oder von Regierungen gefahren werden oder wer auch immer uns gerade angreift. Wir haben ein paar große Änderungen gehabt in der Tor-Community. Eine davon ist, wir haben einen Executive Director, den wir, das ist Roger Dingeldine, denn einige von euch haben vielleicht gedacht, er war die ganze Zeit schon Executive Director, aber er war das mal, dann war er es wieder nicht und jetzt ist er es wieder. Und diese Änderung war eine ziemlich große Veränderung, denn anstatt dass er an den technischen Sachen arbeitet, hat er sehr viel Zeit mit Papierkram zugebracht. Er hat wahrscheinlich weniger mit Anonymität und diesen ganzen Technologien zu tun gehabt als jemals zuvor. Das ist ein bisschen traurig. Aber das hat uns dazu gebracht, dass wir darüber überlegt haben, dass wir das vielleicht ändern. Das heißt, wir wollten eine separate Person haben, die das wirklich, wirklich gut kann, sodass wir Roger wieder zurückbekommen und wieder zu einem Forscher und Programmierer und zu einem guten Geist des Tor-Projekts wird. Eine weitere große Sache, die passiert ist, in den letzten paar Jahren haben wir mit Also Laura Podgers hat natürlich im Tor-Projekt immer wirklich ganz nah gestanden und sie hat den Oscar gewonnen, Citizen 4. Habt ihr alle diesen Film gesehen, Citizen 4? Okay. So erstaunlicherweise hat sie einen Oscar gewonnen. Und einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Leute, die hier in diesem Raum an freier Software arbeiten, wenn ihr an Tails arbeitet, an GNU-PG arbeitet, an SecureTrop, OTR, whatsoever, was auch immer, sie hat gesagt in den Credits im Endtitel, dass es dieser Film nicht ohne diese freie Software möglich gewesen wäre und dass diese Software ihren Job und auch den Quellenschutz ermöglicht hat. So, also, dass sie diesen Oscar gewonnen hat, fühlt sich wirklich an, als wenn da eine ganz große Schleife geschlossen wurde. Ja, ein Kreis, der sich geschlossen hat. Und sie sagt, dass sie die besten Grüße schickt und sie ist sehr dankbar dafür, dass jeder von euch hier freie Software schreibt. Also was anderes Spannendes, was passiert ist, das in 2015 passiert ist, dass Reddit uns $83.000 gegeben hat. Sie haben ein bisschen mehr Geld verdient und sie haben es an 10 Non-Profits gegeben, die aus der Reddit-Community entschieden wurden. Hey Roger, du musst wirklich jedem beibringen, warum Tor eine von diesen 10 Organisationen seid. Und ich habe mir gedacht, na, das funktioniert sowieso nicht. Und tatsächlicherweise waren wir die letzte, die 10. von 10 Gruppen, die das Geld bekommen haben. Und vielen, vielen Dank an die Reddit-Community, dass sie sich, Reddit-Community sich um uns teilt. Und der Betrag wurde durch 10 geteilt, obwohl wir der 10. Waren, der gewählt wurde, hat also jede Gruppe den gleichen Betrag bekommen. Und eine der wirklich großartigen Sachen ist, dass also Tor hat mir wirklich geholfen, in den verrücktesten Zeiten geholfen, wenn meine Sachen wohl geklaut wurden oder ich von der US-Polizei festgehalten wurde, zum Beispiel wenn ich die Grenze der USA übertreten habe. Und Tor hat mich immer sicher gehalten und viele Leute sehen aus, als wenn sie mich wegen Stress töten wollten, aber ich konnte schnell genug mich bewegen und sie waren trotzdem sehr, sehr hilfreich. Und anonyme Benutzer von Tor können nicht überall hingehen. Und eine der wirklich wichtigsten Punkte, wo ich hingegangen konnte, war zu Casper Bowden. Er war leider kalt. Casper ist leider gestorben, wie ihr wisst. Und wir sind zusammengereist und Tor hat uns dabei unterstützt. Und das Ergebnis davon war, dass es ein wahnsinnig tolles Meeting in Genf gab und dass die UN spezielle Berichterstatter Tor unterstützt hat und auch Tor empfiehlt. Und
Und dass er auch gesagt hat, dass aus einer Menschenrechtsperspektive die Benutzung von Tor wirklich empfohlen werden sollte. Und er sieht das Ganze nur aus dem Blickwinkel von freier Meinungsäußerung. Und das ist ein interessanter Punkt. Wir sollten wirklich darüber nachdenken. Und die Idee, dass man wirklich einen Gedanken fassen muss, um ihn auszudrücken, das ist wirklich eine wichtige Idee. Das kann in verschiedenen freien Ländern passieren, aber was in deinem Kopf passiert, und das hat er auch in den Bericht hineingeschrieben. Und als er diesen Bericht geschrieben hat mit vielen anderen Leuten, hat er es sehr klar gesagt, dass wir im Hinterkopf behalten müssen, dass es private Gruppen auch online geben muss, wo es Gruppen zusammenarbeiten können, um gemeinsame Ideen zu fassen. Und wir müssen diese Ideen über Internet austauschen können, und zwar sicher verschlüsselt. Und das hilft Menschen, dass sie überhaupt diese Ideen überhaupt erst fassen können, um diese Ideen dann später auszudrücken. Und das ist wirklich eine großartige Aktion, dass die UN uns dabei unterstützt und uns endorsed hat. Das UN-Ding ist wirklich cool. Wir haben auch ein paar andere Politikinhalte, die wir hier präsentieren können. Es gibt also jemanden aus England, der die britische Tor-Users unterrichtet, beibringt, because hier gibt es jetzt auch neue Sicherheitsgesetze, die natürlich die Anonymität beeinträchtigen. Und er hat sich wirklich für freie Meinungsäußerung und für Anonymität eingesetzt. Und er hat für die UK einen Blogpost geschrieben, wie das Dark Web missverstanden wird. Und wir haben wirklich ganz viel auch einfach an Bildung rausgehauen. Und gesagt, warum Tor wichtig ist und wie Tor auf der ganzen Welt benutzt werden kann. Und es gibt eine interessante Sache, ein bisschen komisch vielleicht für viele Leute in der Tor-Community. Wir haben das Tor-Project, was ein Non-Profit in den USA ist, und wir haben eine viel größere größere Tor-Community um die ganze Welt. In Berlin haben wir eine ganz tolle Core-Community. Wir haben Leute, die arbeiten an Onion Balance, die auch an Banana Phone arbeiten, Leute, die da arbeiten. Und es gibt wirklich Leute, die für das Tor-Projekt arbeiten. Sie sind Community-Mitglieder, sie sind Leute, die direkt für Tor-Projekt arbeiten. Und die so-und-so Freedom Foundation hat einen Raum finanziert, wo die Leute tatsächlich an diesem Raum arbeiten können. Und das Geld kommt also nicht von der aus US-Funds, es ist wirklich eine Peer-to-Peer-Version offline, was wir in anderen Räumen hatten, also online hatten. Und Moritz hat dazu beigetragen, und Anne Gibson und Juris, die haben dazu beigetragen, dass es überhaupt diesen Raum gibt. Also in Berlin haben wir jetzt einen Raum, nicht nur C-Base, not CCCB, das ist ein Raum, Zwiebelraum heißt dieser Raum, wo ihr euch also treffen könnt und wo sie sich frei Software angucken können. Und wir hoffen, dass mehr Leute kommen, um dieses Projekt zu unterstützen. Wir brauchen mehr dieser Räume, vor allem Räume, die nicht direkt mit dem Tor-Projekt in Zusammenhang stehen. Aber wir haben wirklich eine gemeinsame Mission, die sich um die Themen wie zum Beispiel Anonymität ist und wirklich sich um freie Meinungsäußerung zu kümmern. Also wenn ihr einen Platz habt, wenn ihr einen Raum in eurer Stadt habt, wir hoffen, dass ihr euch also auch wirklich... Also er nennt es General Cypherpunk-Räume. Jetzt gibt es einen marxistischen Witz. Wir haben die Arbeitsteilung entdeckt, und diese Arbeitsteilung haben wir leider 180 Jahre zu spät gemacht. Wir haben... So, the Vegas teams are really simple. Basically, ja, die Vegas-Teams sind wirklich einfach. Früher hatten wir ein Team, das alles gemacht hat, und das funktioniert einfach nicht. Es ist sehr stressig. Sehr viel Stress, und es folgt dazu, dass viele Leute, ganz viele Leute, viele Projekte gleichzeitig machen können. Also haben wir uns aufgeteilt, und wir haben uns natürlicherweise einfach aufgeteilt. Zum Beispiel gibt es Mike Perry, der arbeitet, und er wird auch über das Applications-Team sprechen. Er war schon derjenige, der dieses Projekt geleitet hat, und wir haben es also jetzt nochmal ein bisschen ausbuchstabiert, dass die Community... Ihr müsst also nicht den ganzen Schwall konsumieren, sondern ihr könnt wirklich direkt Punkte machen. Und wichtig ist, dass es also ein High-Level-Understanding gibt. Und
Eine der schlimmsten Sachen, die uns passiert, eine der größten Schmerzen, die wir hatten, ist, dass wir eine flache Hierarchie hatten. Aber alle Leute mussten halt ganz viel Kram gleichzeitig machen. Also es gibt einen, das ist also wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Es gibt das Metrics-Team, es gibt das Netzwerk-Team oder das Anwendungsteam oder das Community-Team. Und das sind diese verschiedenen Teams, über die wir hier sprechen wollen. Wir haben das Ganze ein bisschen formalisiert, ein bisschen angelehnt an das Debian, und wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Also wir haben eine wirklich sehr tolle Person hier, die das Metrics-Prinzip erklären kann. Ich erzähle euch ein bisschen, was das Metrics-Team gemacht hat in letzter Zeit, um euch so ein bisschen das näher zu bringen und die verschiedenen Komponenten des Tor-Projekts näher zu bringen. Es gibt 5 bis 10 Leute, die an dem Metrics-Dienst, und wir zahlen nur eine von diesen 5 bis 10 Leuten. Und das ist wirklich gut, dass es da freiwillige Forscher gibt. Auf der anderen Seite ist es schwierig. Es ist trotzdem schade, dass wir kein komplett finanziertes Team haben, das also ein Metrics-Team ist. Wir fragen euch, also wir bitten euch also nach Hilfe. Und Metrics hat also diese ganzen Analysen zusammen akkumuliert, und es gibt über 30 verschiedene Tools, Allison, Globe, Stem und andere und 20 weitere. Also es ist wirklich eine große Aufgabe, das Ganze zu koordinieren und zu unterhalten. Und wir versuchen das Ganze zu integrieren, um das Ganze halt benutzerfreundlicher zu gestalten. Ein Beispiel, das ich euch geben möchte, ist, dass es ein Beispiel. Das sind Slides von Metrics-Team, wie die ganze Analyse funktioniert, des Tor-Networks. Manchmal gibt es ein Exit-Relay, ein Ausgangs-Relay, das Traffic modifiziert. Manchmal, das ist vielleicht ein Relay, das sich als Hidden Service anmeldet. Und wenn du dann deine Onion-Adresse veröffentlichst, dann wird es diese Adresse auf eine große Liste geschrieben. Also geht es um schlechte Relays, bösartige Relays. Oder die Geschichte, wo 100 Relays auf einmal aufgetaucht sind, worüber wir gesprochen haben. Oder die Directories haben einige Möglichkeiten, mit diesen Problemen umzugehen. Jedes dieser Relays kann sagen, dass wir dieses andere Relay ausschließen sollen. Also wir haben schlechte Relays. Und dieses Relay wird nicht mehr als Ausgangs-, als Exit-Relay benutzt. Also Clients nutzen das dann nicht mehr. Eines der Tools, die wir haben, die Damon geschrieben hat, heißt Tor Consensus Health. Jede Stunde guckt es sich das Netzwerk an und es versucht herauszufinden, ist da irgendetwas Merkwürdiges, was gerade passiert. Und es sucht nach neuen Relays, die zum Beispiel zur gleichen Zeit auftauchen, die mit gleichen Charakteristiken aufpoppen, und das Ganze wird dann auf eine Liste geschrieben. Und das zweite Stück der Analyse ist, was macht man eigentlich dann mit dieser Information? Wir bekommen eine E-Mail, hey, hier sind 40 neue Relays aufgeschaut, guckt euch das mal bitte an. Das ist eine wirklich schwierige Aufgabe für uns. Erlauben wir Tor einfach nur zu wachsen, oder wollen wir wirklich uns mit den Leuten auseinandersetzen und ein bisschen nachzuhaken, um dann zu gucken, ob sie dem Netzwerk helfen können und dazu beizutragen. Und es gibt auch eine Visualisierung des Ganzen, welche Relays in welchem Monat online waren. Also das sind die ganzen, also die X-Achse ist, welche Relays sind, und die Y-Achse ist, wie viel die online waren. Also die roten Linien hier sind Relays, die zur gleichen Zeit aufgetaucht werden und die auch zur gleichen Zeit online waren. Das ist ein bisschen merkwürdig. Hey, was ist hier los? Das ist ein Muster, das also hier aufpoppt. Und wir konnten da wirklich den Finger drauflegen und sagen, hey, das ist wirklich was komisch gesehen. Also eine der Aufgaben für das Metrics-Team ist, dass sie 1 Terabyte interessanter Daten haben, aber wirklich da die sinnvollen Informationen rauszuziehen und zu sagen, wirklich genau hier ist etwas Mysteriöses passiert. Ihr könnt es von der Visualisierungsseite euch angucken. Es gibt also auch ein Tool Onion New, wo es alle möglichen Anfragen gibt, und dann dumpt es die Data bei dir. Wir haben 1 Terabyte an interessanten Data, welche Relays sind, welche Statistiken die reportet haben,
ob sie die Schlüssel relativ häufig ständen, ob sie die IP-Adressen relativ häufig wechseln. Wir wirklich fordern euch auf, das euch mal näher anzugucken. Also es gibt eine neue Internetseite, Collector, die also diese ganzen Datensätze hat, und ihr könnt euch also angucken, und da sind auch die ganzen Tools drin, und ihr könnt euch also wirklich daran beteiligen, das Ganze zu visualisieren und zu untersuchen. Ja, hier ist noch ein weiteres Beispiel. Wir haben uns diese neuen Directory Authorities im Netzwerk angeschaut, und jedes gibt seine Meinung über die Relays ab, ob sie beispielsweise schnell sind, ob sie stabil sind, ob sie wie ein gutes Exit-Node aussehen. Oder ob wir vielleicht darüber abstimmen sollten, das Relay rauszuschmeißen. Also diese grauen Linien bedeutet quasi, dass alle Directory Authorities dachten, das Relay verdient es nicht. Grün bedeutet im Grunde, genug Directory Authorities haben gesagt, jawohl, das ist in Ordnung. Und diese braunen und mittleren Farben sind irgendwo, wo Widersprüche waren. Das heißt, einige der Directory Authorities sagten, jawohl, schnell und stabil. Andere sagten, nein, es ist nicht. Und das gibt uns eine Visualisierung, also einen Weg zu sehen, ob die meisten der Directory Authorities miteinander übereinstimmen oder ob wir das nach einer gewissen Zeit nochmal anschauen sollten. Und irgendwann können wir dann vielleicht sagen, Moment mal, hier geschieht gerade irgendwas, eine ganze Menge von Relays versuchen sich gegenüber diesen Directory Authorities gut darzustellen, und da können wir vielleicht solche Muster erkennen, wann komische Sachen vorgehen. Auf Collector könnt ihr jede Menge verschiedene Datensätze finden. Ihr könnt die runterladen und könnt sie selbst analysieren. Und Tor Metrics, metrics.torproject.org, da gibt es auch noch einige Beispiele dieser Analyse. Da kann man sich solche Graphen anschauen, wie viele Leute aus verschiedenen Ländern connected sind, die Anzahl der Relays im Laufe der Zeit, die Anzahl der neuen Relays, die Anzahl der Bridges, die Anzahl der Benutzer, die zu Bridges connected sind und so weiter. Es gibt drei verschiedene Bibliotheken, die euch dabei helfen, diese Datasets zu parsen. Es gibt also eine in Python, eine in Java und eine in Go. Also benutzt einfach die, die euch am besten liegt, schnappt euch die Daten und fangt mit der Analyse an. Sie machen wöchentliche IRC-Meetings. Das heißt, das Tor Metrics Team lädt euch ein, am 7. Januar teilzunehmen, und sie würden sich über eure Hilfe freuen. Sie haben wirklich interessante Daten, sie haben jede Menge interessante Analyse-Tools. Was ihnen fehlt, sind neugierige Leute. Also lasst euch da zeigen und versucht rauszufinden, was da los ist. Und da könnt ihr auf diesen Adressen könnt ihr mehr darüber rausfinden. Und damit gebe ich an Mike. Okay, hallo zusammen. Ich erzähle euch ein bisschen über das Anwendungsteam dieses Vegas-Plans, den Jake euch erzählt hat. Das Anwendungsteam ist im Grunde, es wurde gegründet, um alle diese Aspekte von Tor zusammenzubringen, die an allem zu arbeiten, was der Endbenutzer sieht. Also darunter alles, womit der User direkt interagiert. Die Applikationen entweder auf einem mobilen oder eben auf einem Desktop-Gerät. Angefangen haben wir logischerweise mit dem Tor-Browser. Das ist also sozusagen unsere Flagship-Applikation. Das ist das, was die meisten Leute benutzen, die sich Tor verbinden. Vor kurzem haben wir Orfox hinzugefügt. Das ist also ein Projekt, die damit befassen, Tor-Browser-Patches auf Android zu portieren. Wir haben außerdem zwei Chat-Clients, Tor Messenger und Ricochet. Beide haben verschiedene Sicherheitsfeatures, kommen wir vielleicht später noch zu. Fangen wir mal an mit dem, was den Tor-Browser betrifft, im Jahre 2015 passiert ist. Also im Grunde, ein großer Teil unserer Arbeit besteht darin, uns mit den neuen Firefox-Releases mit in den Schritt zu halten. Und das besteht also darin, so zum Beispiel Node-Patches schnell zu verarbeiten, Auditing zu machen in der Codebase von Firefox und sicherstellen, dass nichts davon unser Privacy-Modell gefährdet, und auch sicherzustellen, dass unsere Releases immer am selben Tag erscheinen als die offiziellen Firefox-Releases. Das heißt also, dass unsere Benutzer nicht irgendwelchen Sicherheitslücken ausgesetzt sind, die in der alten Version von Firefox bestehen. In 2015 gab es so 3-4 Monate, wo wir dachten, wir geben ja hier jede Woche ein neues Release raus, entweder wegen Logjam oder wegen irgendwelchen anderen Problemen mit der Sicherheit, mit der Firefox Codebase. Aber
Obwohl wir da eine ganze Reihe zu tun hatten, wir haben es geschafft, dem irgendwie Schritt zu halten. Und die drei Haupt-Areas, wo wir uns damit befasst haben, sind eben Privacy, Sicherheit und eben auch die Benutzbarkeit. Was die Privacy angeht, da wollen wir eben sicherstellen, dass alle neuen Browser-Features nicht irgendwelche neuen Vektoren öffnen für Tracking, was Drittanbieter vielleicht machen. Das heißt, nicht irgendwelche neuen Cookie-Arten oder irgendwelche Zustände einführen im Browser, die dann später ausgewertet werden können. Es gibt verschiedene neue APIs und wir müssen die alle isolieren, um eben Drittanbieter daran zu hindern, euch zu tracken. Und zu sagen, wenn ihr euch bei Facebook einloggt, hey, das ist doch der, der damals schon mal da war, auf der letzten anderen Seite auf CNN, weil da eben ein Facebook-Button geladen wurde. Und wir haben außerdem jede Menge Arbeit geleistet im, an den Verteidigungsmechanismen gegen Fingerprints. Ein großer Punkt ist zum Beispiel, dass die Schriftarten, die ihr auf eurem Computer installiert habt, analysiert werden und daran kann man euch wiedererkennen. Und außerdem wurde daran gearbeitet, die Fontliste für Windows- und Macintosh-Nutzer zu normalisieren, damit man eben nicht erkennen kann, welche anderen Anwendungen die Fonts mitbringen, die ihr installiert habt. Auf der Sicherheitsseite ist wohl das größte Teil, was wir gebaut haben, eben diese Schiebeleiste für die Sicherheit. Wir haben ein Review gemacht von all diesen Sicherheitslücken im Firefox und haben die in Kategorien eingeteilt. Und außerdem auch, wie offensichtlich sie ausgenutzt wurden. Und wir haben dann mit solchen Stufen gearbeitet. Man kann also, es ist quasi ein Kompromiss zwischen Funktionalität und Sicherheit. Und das war eigentlich eine recht erfolgreiche Sache, denn wie sich herausstellte, alle diese Pwn-to-Own-Exploits, die sich auf Firefox bezogen, die wurden für Non-HTTPS-Seiten bereits geblockt in der mittleren Einstellung. Und wenn man auf die hohe Einstellung geht, dann wurden sie für alle Arten von Seiten geblockt. Und wir haben außerdem Hardened Builds veröffentlicht. Das sind im Grunde Builds, die einen höheren... Im Grunde ist es so, dass bei der höheren Einstellung ihr geschützt sein solltet gegen einige der Sicherheitslücken in dem Browser. Und es half uns dabei, solche Probleme sehr schnell zu identifizieren. Und wir haben auch signierte Windows-Installer-Pakete und haben da ein Zertifikat von DigiCert dafür benutzt. Und diese weitere Verbesserungen wurden hauptsächlich über die Benutzeroberfläche verwandt. Wenn ihr das alte Menü euch anschaut, da gab es eine ganze Reihe von Optionen. Wir haben die so ein bisschen eingedampft und haben die kombiniert, soweit wir das konnten. Und außerdem könnt ihr da auch sehen, den Circuit, den ihr gerade benutzt, für die aktuelle URL, die ihr im Browser aufgerufen habt. 2016 werden wir uns hauptsächlich spezialisieren auf dieselben drei Bereiche. Unser Ziel für die Privatsphäre ist, wir wollen uns mit Mozilla absprechen und wollen, dass sie ein paar unserer Ideen übernehmen, wie wir uns isolieren können und dagegen schützen können, dass jemand uns identifiziert. Eben diese Geschichten wie Third-Party-Cookies, was da schon möglich ist, sollte für andere Sachen wie Cache oder ähnliche Sachen benutzt werden, um eben all diese potenziellen Möglichkeiten, ein Shared State auszulesen, zu verhindern. Sandboxing ist auch ein ganz großes Thema. Sandboxing auf Application-Ebene. Wir sollten immer noch in der Lage sein, den Browser daran zu hindern, Tor zu umgehen. Über eben eine dieser Sandboxing-Technologien, das schauen wir uns gerade an. Wir machen auch Exploit-Bounties, das heißt, da schließen wir uns zusammen. Das werden wir in Kürze ankündigen. Das ist also ein Programm. Ihr müsst dazu eingeladen werden. Wir machen das dann irgendwann später, 2016, öffentlich. Und wir wollen also den Leuten eine Motivation geben, unseren Code zu reviewen und nach Sicherheitslücken zu suchen, und die vielleicht spezifisch für unsere Applikation sind. Und daneben wollen wir natürlich noch die Benutzbarkeit verbessern. Auch die Installation wollen wir verbessern und die Verteidigungsmechanismen gegen Zensur, dass eben solche Bridges nicht mehr erreichbar sind, das wollen wir auch verhindern. Der Tor Messenger ist einer unserer beiden Chat-Clients, die wir haben. Es ist auch Teil des Application-Teams. Das Ziel hier war, die Konfiguration, die der Endbenutzer machen muss, zu minimieren. Im Vergleich zu den existierenden Chat-Accounts einfach zu machen, die existierenden Chat-Accounts weiterzuverwenden. Das Ganze basiert auf der Engine, die Thunderbird benutzen. Das erlaubt uns, einen Großteil des Konfigurationscodes
zu teilen zwischen den verschiedenen Projekten. Das heißt, der Benutzer hat eine sehr ähnliche Art und Weise, die verschiedenen Projekte zu konfigurieren. Genau wie der Browser konfiguriert wird, werden eben auch die anderen Anwendungen konfiguriert. Es gibt auch einige Vorteile, was die Speichersicherheit angeht. Teil des Protokolls wurde in JavaScript geschrieben. Es ist eine der... wir suchen noch nach Kandidaten für einen Messaging-Client. Als wir danach suchten, wollten wir einige der Fehler, die wir in der Vergangenheit machen, vermeiden. Da gab es einige Probleme mit dem Ausführen von Remote-Code. Es gibt natürlich einige Kompromisse, die man machen muss, wenn man mit einem Produkt wie einem Browser arbeitet. Es gibt immer noch ein HTML-Fenster, wo Sachen gerendert werden. Aber es wird durch einen Filter geschickt, um sicher zu gehen, dass da keine Exploits durchkommen. Aber selbst wenn das so der Fall wäre, ein potenzielles JavaScript, was in einem Messaging-Window läuft, hat eben nicht die benötigten Privilegien, um da einen großen Exploit zu starten. Es gibt auch die Filter selber werden von Mozilla eben auch reviewed und es sollte möglich sein, dass wir also einen reduzierten, vielleicht etwas weniger schöne Version des Fensters anzeigen, aber dafür eben eine bessere Sicherheit haben, ohne dieses JavaScript. Und damit gebe ich wieder an Jake zurück, um ein paar der Sicherheitsfeatures von Term Messenger zu beschreiben. Und nur um das mal klarzustellen, wir wollen das widerspiegeln, was Phil in einem Paper neulich gemacht hat. Phil Rogoway, für die ihn nicht kennen, ist ein super Krypto-Mensch, der sehr bescheidener Mensch. Was ihn ein bisschen gestört hat, ist, dass die Kryptologen und die Leute, die an Sicherheitssoftware arbeiten, manchmal Ratschläge nicht berücksichtigen. Sie haben Alice und Bob und diese Icons, die immer schön aussehen. Und wir wollten mal sich klarstellen, wen wir für den Feind halten. Und es ist mit Sicherheit kein lustiges Icon. Wenn Anonymität scheitert, so wie zum Beispiel die Leute später einen Talk geben. Wenn für die Anonymität fehlt, dann werden Leute ermordet oder landen in Guantanamo Bay. So, es ist eine ernsthafte Sache. Und wir wollen darüber sprechen, wie das aussieht. So, wenn man dieses java.ccc.de nutzt, ihr solltet dezentralisieren und aufhören, java.ccc.de zu benutzen. Und das ist, wie es aussieht. Es gibt die Möglichkeit für gezielte Angriffe und für ein Social Graph oder eure Freundesliste. Und wenn da irgendwo auf einem Java-Server ein Bug ist, auf Gmail und so weiter, dann sind das Gefängnisbetreiber. Der Angreifer ist kein niedlicher Angriffer. Und jetzt, wenn ihr seht, einige Sicherheiten, die ihr habt, ist die Off-the-Record-Nachrichten. Das ist auch ein Protokoll in seinem Sinne. Und dann habt ihr einen Tor-Hidden-Service, aber dann gibt es da keine Verschlüsselung an sich. Jedes Mal, wenn ihr dann da seht, da sieht der Server das. Also der Tor Messenger ist wirklich groß, weil die Leute genau da abholt, wo sie sind, Tor Messenger. Wenn du ein Stück Software wie Adion nimmst, da gibt es also ein Bug-File gegen... ihr solltet das Logging ausschalten, weil Chelsea Manning wegen Logging in den Knast gewandert. Und das kann also wirklich sehr, sehr schrecklich sein. Wir wollen so vernünftig sein, wie wir müssen es sein. Wir wollen es so einfach machen, wie es geht. Wir wollen es vor allem einfach zu konfigurieren machen. Wir wollen libpurple ausschließen, dass wirklich nur Zero Days sind. Wir wollen wirklich den ganzen Vogel töten. Aber wir wollen auch wir wollen auch helfen. Wir wollen auch ein bisschen Unterstützung leisten beim Bauen von sicheren Tools. Wir wollen auch erweitern mit nächsten Next Generation Geschichten. Das nächste wurde von einem wirklich tollen Menschen fast alleine geschrieben, ohne irgendwelche Unterstützung, ohne Finanzierung. Sein Name ist Special und ich finde, er ist auch Special. Und es ist wirklich sehr, sehr nett. Weil
wenn du das Problem löst, du willst deinem Freund nicht deinen Namen nennen, du hast einen selbstauthentifizierenden Namen, weil ihr natürlich schon einen Schlüsselaustausch gemacht habt, dann wisst ihr also wirklich, dass ihr mit dem richtigen Person sprecht. Eine der Sachen, die ihr sehen werdet, ist, dass es da keinen Server mehr gibt. Ja, es gibt keinen Jabber.cc Server, weil ihr direkt miteinander spricht. Das ist ein wirklich sehr gutes Beispiel. Es ist ein gutes Beispiel, wie wir die Services dezentralisieren können. Es nutzt den Tor-Service, nutzt Tor-Protokoll und jeder wird dadurch auch ein Tor-Hidden Service. Und das heißt natürlich, dass dein Social Graph ein Analyseproblem ist und deine Metadata ist wirklich sehr geschickt verschlüsselt, ist versteckt, so zumindest so gut, wie wir es können. Eine schöne Sache in der Zukunft wird sein, dass wir es eben besser machen können. Wir können zum Beispiel dann Dateien senden, wir können multiple Chats haben. Wir versuchen das Richtung der Möglichkeit zu bewegen. Zusätzlich werde ich an verschiedenen Formen von Padding arbeiten, Panning, dass der heutige Traffic von mehreren Tor-Clients kommt, um also diesen Social Graph vor allem in Fällen, wo es wenig Traffic gibt, das also Ganze noch ein bisschen zu verdecken. In 2016 wollen wir uns darauf fokussieren, dass wir mehr Leute bekommen, dass mehr Leute Tor finden, dass mehr Leute Tor downloaden, vor allem für Leute, die von Zensur betroffen sind, dass sie Tor installieren. Wir haben verschiedene Schwierigkeiten. Und Leute hören einfach auf in verschiedenen Phasen dieses Prozesses. Wir wollen natürlich auch die Koordinierung erweitern. Und wir wollen auch einen Raum eröffnen, wo man mehr experimentieren kann, wie zum Beispiel Ricochet. Da gibt es wirklich wahrscheinlich noch mehr Ideen, die es da draußen gibt, die zum Beispiel Tor Hidden Services nutzen. Wir versuchen also, ihnen auch ein Zuhause bei Tor zu geben und guckt euch einfach das Tor-Projekt an. Okay, ich wollte hier einfach nur einen Typen mit dem Slayer-T-Shirt reinpacken. Das ist Trevor Palin, ja, Paglen. Ihr kennt ihn. Er hat Citizen 4 mitgefilmt, Satellites gefilmt im Weltraum. Wirklich ein sehr spannender Künstler. Auf der linken Seite gibt es einen freien Softwareentwickler und das ist der Autonomic Cube, der autonome Würfel. Das ist wirklich sehr wichtig und es ist wirklich sehr wichtig, dass wir Leuten beibringen, den Kampf zu verstehen, in dem wir uns befinden. Und das Ganze wurde installiert in einem Museum, das wurde in Oldenburg installiert, in einem Museum, wo die Ausstellung wurde vor ein paar, es hat viele geheime Dokumente gespielt. Wir haben einen Leseraum geschaffen, wo man also diese Geheimdokumente in dem Museum lesen kann, wie Unternehmen euch tracken. Und das ganze Museum ist ein offenes Wi-Fi, das euch direkt durch Tor leitet. Das ist Respekt zu Freifunk, aber wir haben jetzt hier eine andere Lösung gewählt. Also ihr könnt da ganz einfach drauf zugreifen und diese vier Boards sind Novena-Boards. Diese Novena-Boards sind offene Hardware-Geräte, die in Singapur von Sean und Bunny produziert wurden. Und ihr könnt einfach euch die Pläne runterladen und das selber machen. Das Ganze läuft auf Debian Lu Linux und es ist ein Tor-Exit-Node mit jedem Port offen. Die komplette Internet-Connection einer Stadt. Ja, die Museumsinfrastruktur ist eine Möglichkeit für die ganze Stadt anonym zu surfen. Die Museumsinfrastruktur hilft nicht nur Leuten in Oldenburg, sondern sie hilft Leuten auf der ganzen Welt, die anonym kommunizieren wollen. Es ist wirklich toll, weil wenn kulturelle Institutionen wirklich sich damit beschäftigen und
sich gegen Überwachung stellen. Und wir müssen mit Massenüberwachung durch Unternehmen uns beschäftigen. Aber wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir Räume in den Köpfen der Leute finden. Und ich will jemanden euch vorstellen, the most badass, radikale... Das ist Allison, sie ist eine Bibliothekarin, eine militante Bibliothekarin. Vielen Dank, es ist mein erster Kongress und ich bin auf der Bühne. Ich will euch ein bisschen was über meine Organisation erzählen. Ich bin der Direktor, wir haben eine Partnerschaft mit dem Tor-Projekt und wir connecten uns zum Tor und anderen Netzwerken und machen das den Tor und den Tor-Browser stärker. Wir haben eine Koalition von radikalen, militanten Bibliothekaren. Wir haben euch ein bisschen erzählt über die Arbeit, die wir machen und wir unterrichten die Bibliothekare über Tor und wie man die Tor-Software auf ihren lokalen Computern installiert und wie man Kurse für den gibt und auch 1:1 Sessions mit denen macht. Wir haben einige tolle Erfahrungen da gemacht. Wir sind sehr froh, mit der amerikanischen Bibliothekar-Union zu arbeiten. Das bin ich mit den Leuten von den ACLU Massachusetts. Es ist eine tolle Partnerschaft mit der amerikanischen mit der ACLU. Und es zeigt uns, wie wir Tor-Browser nutzen müssen, weil man muss über die Autorisierung benutzen und wie die Überwachungsprogramme gegen normale Menschen benutzt werden. Wir machen das für zwei große Gründe. Bibliotheken und Bibliothekare haben eine große Geschichte von Aktivismus gegen Überwachung und Beschränkungen. Von dem Anfang des American Patriot Act haben die Bibliothekare für die Privatsphäre und gegen das gekämpft. Und sie wollten nicht, dass dieses schlimme Gesetz durchgeht. Und nach Snowden haben wir dann gelernt, wie schlimm dann dieser Patriot Act tatsächlich war. Und wir haben auch gegen National Security Letters gekämpft. Mit der Software und andere Internetprovider unterdrückt werden. Und es zwingt dazu, man muss diese Informationen über die Nutzer rausgeben und man darf ihnen nicht erzählen, dass sie das tun. Und diese Bibliothekare haben auch dagegen gekämpft. Und in den 50ern, auf der Höhe des antikommunistischen Kampfs, die Bibliothekare sind mit dem großen Statement rausgekommen, dass ein wunderbarer Text ist, zwei Seiten lang. Und es ist ihre Bereitschaft zu Privatsphäre. Und ich werde jetzt einen kleinen Auszug davon zeigen. Ich werde nicht das Ganze hier vorlesen aus Zeitgründen. Mein Favorit ist, Freiheit ist eine gefährliche Art zu leben, aber es ist unsere. Und ihr sollt das auf uns eure Stirn tätowieren oder ähnliches. Danke. Der Aktivismus ist eine wichtige Tat. Und Bibliotheken haben eine wichtige Beziehung mit ihrer lokalen Gemeinschaft. Bibliotheken haben freie Computerkurse, manchmal die einzigen freien Computerkurse, die ihr nutzen könnt, und freie Computerterminals, insbesondere für Leute, die keine eigenen Computer und Computerterminal haben. Und sie unterrichten eine ganze Menge von Dingen und wir wollen unterstützen, dass sie auch über Tor-Browser unterrichten. Dieses Jahr, wir haben hunderte von verschiedenen Orten besucht
Und wir haben 2300 Bibliothekare in den USA und Kanada unterrichtet. Wir haben eine tolle Konferenz. Ihr mögt, vielleicht erkennt ihr das hier als Northbridge. Vielleicht sind hier noch ein paar Northbridge im Raum. Mein Co-Organisator ist auch hier und er sitzt da drüben. Da hat eine große Response von der Bibliothekar-Community gegeben. Sie kümmern sich um diese Sachen, um von einem ideologischen und einem ethologischen, ethischen Standpunkt. Und da gibt es Sachen, die sie in ihren Bibliotheken umsetzen können, die sie den Leuten beibringen können. Wir sind wirklich glücklich, dass wir nicht nur Bibliothekare unterrichten können. Und manchmal werden wir auch eingeladen, diese lokalen Gruppen zu besuchen. Und wo wir unterrichten, mit Tor einem großen Fokus. Und wir treffen die lokalen Mitglieder. Und ich zeige euch ein Foto von einer Klasse nur für Teenager. Sie alle halten Tor-Sticker. Yonkers ist eine der ärmsten Städte in Amerika. Und viele von denen sind Immigranten. Ihre Eltern sind Immigranten und sie... Und in ihrem täglichen Leben werden sie von dem Staat überwacht. Und Privatsphäre ist für den nicht nur ein Menschenrecht, sondern ist ein der Unterschied zwischen Leben und Tod. Und auch so wie in meinem eigenen... Sorry. Das zeigt euch, wie die öffentliche Wahrnehmung von Privatsphäre sich verschiebt. Ihr seht hier, wir hatten 65 Teenager, also junge Leute, und die waren wirklich positiv eingestellt und hatten so viele Fragen und wollten diese Informationen ihren Freunden übermitteln. Und was wir kürzlich auch gemacht haben, wir haben ein neues Projekt ins Leben gerufen, um Tor-Relays in die Bibliotheken zu bringen. Wir haben ein Pilotprojekt in einer Bibliothek in New Hampshire gestartet. Das ist der Staat nördlich, wo ich lebe, in den USA. Und was wir im Grunde gemacht haben, wir haben uns dazu entschlossen, dieses Projekt durchzuführen, weil wir dachten, es wäre eine gute Weiterführung der Arbeit, die wir ohnehin schon machen, nämlich den Bibliothekaren überall beizubringen, wie man Tor benutzt. Und wir wollten das Ganze einen Schritt weitergehen und wollten die Infrastruktur benutzen, die bereits vorhanden war, zum Beispiel schnelles Internet. Und wollten also, dass die Bibliotheken uns diese Infrastruktur für das Tor-Netzwerk zur Verfügung stellen und wollten damit den nächsten Schritt gehen, nicht nur in ihrer lokalen Umgebung, sondern generell für alle die Freiheit und die Privatsphäre im Internet zu schützen. Also das war mit der Grund, warum wir dieses Pilotprojekt gestartet haben, und es ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir haben eine ganz gute Presse dafür bekommen, die sowohl die lokalen wie auch die globale Community hat uns unterstützt, und wir haben auch das Department of Homeland Security damit geweckt. Und im Grunde haben die nämlich die Polizei in New Hampshire angerufen und haben gesagt, hey, was machen die da? Das ist kriminell, das ist schlecht. Ihr solltet dafür sorgen, dass sie aufhören. Die Bibliothek hatte Angst und hat verständlicherweise temporär das Relay abgeschaltet. Und unsere Antwort war dann, dass wir einen Brief geschrieben haben, einen offenen Brief vom Library Freedom Project, von dem Tor Project, von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ACLU. Und wir haben von der EFF Unterstützung bekommen, von der Freedom of Press Foundation, von der FSF. Und viele unserer Freunde, von denen ich weiß, dass viele im Publikum sitzen, wir also alle haben einen Brief geschrieben und haben in diesem Brief bekräftigt, wie stolz wir sind auf diese Bibliothek, dass sie an diesem Projekt teilnimmt und dass wir dieses Projekt weiterführen möchten, und haben sehr viele ideologische Argumente angeführt, warum diese Sache wichtig ist. Die EFF hat eben auch eine Petition für uns gestartet, und über ein Wochenende haben wir ungefähr 45.000 Unterschriften aus der ganzen Welt bekommen. Die Bibliothek wurde mit E-Mails geradezu überschwemmt. Es gab nur eine einzige negative E-Mail, und das war eine Person, die wahrscheinlich ein bisschen verwirrt war, also die muss man nicht wirklich mitzählen. Es war also quasi so eine Art Verschwörungstheoretiker. Wir haben also diesen tollen Support bekommen, und das war... kurz vor dem Board-Meeting, das ein paar Tage später stattfinden sollte, und das Board of Directors sollte entscheiden, was mit diesem Relay passieren sollte. Ich bin also dann Dienstagabend nach New Hampshire gekommen, und ihr stellt euch vielleicht vor, dass ein Board-Meeting von Bibliothekaren in New Hampshire aussieht, und das war komplett anders. Wir sind rausgegangen, und da draußen hat sich schon ein Protest geformt. Viele Leute hatten Schilder hochgehalten mit torfreundlichen Nachrichten, und
Irgendjemand hat da, ihr könnt vielleicht sehen, meinen Gesichtsausdruck, da war ein ganz kleines Kind, ein kleines Mädchen, das hat ein Schild hochgehalten und hat gesagt, das ist es. Das ist, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt kann ich heimgehen. Wir sind also in dieses Meeting reingegangen und man hat uns dort, ungefähr 4 Dutzend Leute haben uns dort begrüßt, die Medien waren auch dabei und wir haben sehr viel Support bekommen. Viele der Mitglieder der Community haben zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie Thor lieben und wie diese ganze Geschichte sie erst dazu gebracht hat, Thor runterzuladen und das mal selber auszuprobieren. Das heißt, wir haben also im Grunde in dieser Community einen größeren Support bekommen als vor dieser ganzen Geschichte. Viele Leute wussten gar nicht, dass die Bibliothek ein Relay betreibt, aber nur dadurch, dass diese ganze Geschichte in die Zeitung gekommen ist, haben die Leute das eben mitbekommen. Und ab dem Moment ist das Ganze hat sich wie ein Feuer ausgebreitet. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das Relay noch in derselben Nacht wieder angeschaltet worden. Wir waren also super erfolgreich und jeder in der ganzen Community war unheimlich gut drauf deswegen. Und was jetzt passiert ist, dass diese Community hat jetzt sie sind weiter zusammengeschweißt worden und unterstützen Thor noch mehr, als sie es vorher gemacht haben. Die Bibliothekare und die Angestellten der Bibliothek widmen jetzt einen guten Teil ihrer Zeit darauf, anderen beizubringen, wie man Relays beibringt. Sie informieren andere Leute über Thor. Thank you. Dankeschön. Sie reden über Thor bei Konferenzen und das ist eine Sache, die wirklich in der Bibliothekscommunity Fuß fasst. Die Art des Erfolgs, die wir gehabt haben, anderen Leuten über Thor beizubringen und andere Leute Training zu geben, das ist sogar noch größer. Die Bibliotheken organisieren jetzt ihr Training für ihre Angestellten und fragen sich, sollten wir teilnehmen an diesem Projekt oder wie können wir das am besten machen, wie können wir den besten Support geben. Und das ist etwas, was wir wirklich toll finden. Wir werden das weiterführen, wir werden das noch größer machen. Und ist noch jemand im Bild, der jetzt heute nicht hier sein kann, aber er reist in den Vereinigten Staaten rum und verbreitet das und wir wollen noch weitere Relays in Bibliotheken eröffnen. Wir werden weiter andere Leute über das Tor-Projekt informieren und lehren und über Free Software im Allgemeinen. Wir bieten jetzt auch ein paar andere Tor-Services an, also Let's Encrypt beispielsweise wird auch in den Bibliotheken Fuß fassen und wir werden da auch einen Server auf den Bibliotheksservern betreiben. Und vielen Dank an die Leute, die es ermöglicht haben, das Ganze auf einen viel höheren Level zu heben. Also wenn ihr dasselbe in eurem Land machen wollt oder kennt vielleicht jemanden, der in der Bibliothek arbeitet, dann geht auf sie zu, erzählt ihnen davon und ihr könnt uns auf Twitter folgen. Wir haben einen Blog, auf den wir posten. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mir hier die Zeit gegeben habt, euch das zu erzählen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute hier zu sein. So, ja, es wird schwierig, das noch zu toppen, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir wollen aber noch sicherstellen, dass wir euch noch 2 Sachen sagen können. Das eine ist, wir suchten einen Executive Director, denn Roger hier, er kann natürlich nicht alles selber machen. Das heißt, wir brauchten jemanden, der uns hilft. Wir brauchten jemanden, der den Respekt der Community hat und nicht nur hier, sondern in der ganzen Welt. Und wir hätten uns keine bessere Person vorstellen, also als wir die Liste von potenziellen Kandidaten gemacht haben. Die Person, die es letztendlich geworden ist, war der Traumkandidat von einer ganzen Reihe von Leuten innerhalb des Tor-Projects. Und ich muss sagen, ich finde das so super toll, dass wir jetzt diesen Executive Director gewinnen konnten. Ich hatte gedacht, dass dieses Schiff vielleicht untergeht, dass wir alle im Knast landen. Aber naja, das erste auf jeden Fall wird nicht passieren, das zweite vielleicht immer noch. Wir haben jemanden gefunden als Executive Director, der das Tor-Projekt noch dann am Leben erhalten wird, wenn wir alle schon längst unter der Erde liegen. Hier ist Shari Steele. Hi. Dankeschön. Danke, es macht so viel Spaß, wieder in dieser Community zu sein. Ich war zwar nicht lange weg, aber es hat so lange nicht funktioniert. Also ich bin sehr aufgeregt, heute hier zu sein. Wir sind so knapp mit der Zeit. Ich will euch nur 2 Sachen sagen, 2 Mandate, 2 Sachen, die mir am Herzen liegen. Ich will helfen, eine große Infrastruktur aufzubauen. Ich will sicherstellen, dass das Tor-Projekt finanziell
sich erhalten kann. Wir müssen unsere Geldquellen diversifizieren. Wie jeder hier weiß, bekommen wir eine ganze Menge Geld von der Regierung und das ist ein bisschen schwierig für uns, denn es beschränkt uns in den Sachen, die wir machen können, ein bisschen ein. Wenn wir die Developer in einem Raum haben und lassen denen mal freien Lauf, was wir machen können, da sind viele tolle Leute dabei, die viele tolle Sachen machen wollen, aber wenn wir dann gucken, wo das Geld herkommt, dann werden wir doch ein bisschen eingeschränkt. Also das Erste, was wir machen müssen, wir müssen eine Crowdfunding-Kampagne aufbauen und ich möchte mal an Cascino, an Frau Bishop mich wenden. Sie hat diese Kampagne gestartet und vor ein paar Tagen ist das erst losgegangen und seitdem haben wir schon über 3000 Spender, die insgesamt über 120.000 Dollar gespendet haben. Und das ist eigentlich unglaublich zum Anfang. Wir hatten nicht mal gedacht, dass wir so viel Geld einsammeln könnten. Das ist eine ganz tolle Sache. Und ich möchte auch sagen, dass wir eine sehr begrenzte Anzahl von diesen T-Shirts hier haben. Ich habe die in einem Koffer aus Seattle mitgebracht und die werden verfügbar sein, wenn ihr runterkommt zu dem Wow Holland Stand, da könnt ihr diese T-Shirts erwerben. Wir können uns da auch eine Spende geben. Normalerweise bekommt ihr ein Shirt, wenn ihr eine Spende über 100 Dollar macht. Aber hier auf dieser Konferenz machen wir es ein bisschen anders. Ihr bekommt ein T-Shirt, sobald ihr eine Spende von 60 Euro oder mehr macht. Ihr könnt auch online spenden, wenn ihr das nicht hier machen wollt. Da ist die URL. Und zum Schluss haben wir noch jemanden aus Down Under, der uns hier noch was sagen wird. Wir haben jetzt noch jemanden aus Australien. Herzlich willkommen. Hallo, ihr Widerstandskämpfer. Ich bin George Orwell mit einer dringenden Message aus dem Raumschlüssel. Übertragung durch die Juice Media Station. Also lasst uns direkt erzählen, worum es hier geht. Diese Übertragung geht raus an alle Internetbenutzer. In euren Händen liegt das Schicksal der Menschheit. Als ich das letzte Mal vor euch aufgetreten bin, habe ich gesagt, ihr dürft das Internet nicht verlieren. Bevor ich jetzt weitermache, lasst uns eine Sache ganz klarstellen. Das Internet ist keine virtuelle Realität, es ist die echte Realität. Seid ihr noch da? Okay. Jetzt fragt euch selber, wollt ihr, dass irgendein faschistischer Diktator dass die Macht ergreift, mit dem wir nicht kommunizieren können. Denn genau das passiert jedes Mal, wenn eine Domain geblacklistet wird. Würdet ihr gerne, dass alle Informationen, die ihr bekommt, durch eure Kabelgesellschaft marschiert? Das ist genau das, was passiert, wenn wir Net Neutrality nicht durchsetzen. Würdet ihr erlauben, dass in eurem Haus Kameras installiert werden, die alles aufzeichnen, was ihr tut? Damit die Regierung einen Blick auf die privatesten Sachen bekommen kann. Denn genau das wird passieren, wenn ihr euch nicht erhebt gegen unfaire Gesetze. Falls ihr all diese Fragen mit Nein beantwortet habt, dann können wir davon ableiten, dass Terme wie Online, IRL und in Cyberspace Neusprech sind. Sie verschleiern die Wahrheit. Es gibt keine Cybersphere, es gibt nur das Leben, genau hier. Und daraus folgt, dass wenn ihr ein Internet habt, was euch unterdrückt, dann unterdrückt auch euch auch die Gesellschaft. Eure digitalen Rechte sind nicht anders als eure Menschenrechte. Und hört mir auf damit, dass ihr euch nicht um Privatsphäre kümmert und dass ihr nichts zu verbergen habt. Denn wie Genosse Snowden genau erklärt hat, die Leute, die sich nicht um freie Meinungsäußerung kümmern, das sind die Leute, die nicht wirklich irgendwas zu sagen haben. Die Tür schließt sich. Die Verbindung, ich verliere die Verbindung. Aber ich will euch noch das mitgeben. Ihr habt sicherlich jeder eines dieser Spionagegeräte in der Tasche. Ladet euch Signal runter, installiert es und benutzt es, um alle eure Telefonate und Texte zu verschlüsseln. Selbst wenn die NSA Zugriff darauf erhält, werden sie nicht in der Lage sein, es zu entschlüsseln. Dann habt ihr ein Smartphone. Bis zur nächsten Übertragung. Behaltet die Worte von George Orwell George Torwell im Gedächtnis. Und denkt daran, ihr könnt bei Tor teilnehmen und könnt Big Brother bekämpfen. Ladet euch Tor runter.
Und wenn ihr entweder helft bei der Entwicklung oder spendet, fröhliches Hacken. Und er endet mit einigen Flüchen auf Big Business, die ich hier nicht übersetzen werde. So, I think that. Ja, ich denke, das füllt die Zeit, die wir haben, ganz gut aus. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen und Antworten, aber wie ich höre, werden einige der Crewmitglieder jetzt an den Wow Holland Stand gehen, unten beim Noisy Square im Foyer, und die sind dann vielleicht bereit, ein paar Fragen von euch dort zu beantworten.